Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich glaube, es wurde mal erzählt, dass ich irgendwie nicht das Spiel verlassen darf in der Blutmondnacht. Denn es neu laden soll. Weil dann kriege ich eben ganz schön auf den Kopf. Ist so eben passiert. Ich habe das Spiel neu geladen und jetzt waren wieder alle da, komischerweise. Ich weiß nicht, ob es unkomisch ist, aber. Auf jeden Fall kamen die ziemlich schnell jetzt an und haben mich ziemlich schnell wieder gehauen. War jetzt semi-geil. Würde ich jetzt fast mal behaupten. Aber, naja, was soll's. Oh, der braucht lange zum Reparieren. Habe ich nicht meinen Hammer hier irgendwo? Nee, der ist noch oben auf dem Dach, ne? Ach man, Sioni, ey. Ich wollte ja jetzt hier nicht alle einzeln machen, ja? Ne, das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Dann versuche ich lieber den Balken da unten wegzukriegen. Da müssen wir ja noch einiges tun. Und wir haben, ich glaube, 3 Fähigkeitspunkte, ne? Haha. Guck mal, wenn ich Intelligenz setze. Haha. Wird ja gar nicht mehr so viel. Ich glaube, ich spare das jetzt für Stahl. Ich weiß nicht so richtig, aber ich glaube schon. Ich glaube, das erste, was man richtig gut machen kann, ist eine Defense. Weil der Angriff liegt in der Verteidigung. Oder die Verteidigung liegt im Angriff. Ah, ich weiß jetzt auch nicht mehr so richtig, wie das war. Ich will den Balken erstmal weg haben. Und die Musik. So, und dann gehen wir aufs Dach, holen wir meinen Krempel wieder. Ne? Ach, der ist ja auch dann wieder so eine Art und Weise, da oben hinzukommen. Bestimmt auch nicht das Schönste gerade. Na, ich glaube, der wird nicht lustig. Gut, dass wir noch genug Zement bei haben, ne? Ja. Achso, du musst repariert werden. Wollte ich ja sagen. Gut, dass wir genug bei haben und dann leer. Aber noch nicht so richtig. Die paar Punkte jetzt noch. Wir hatten ja so einen Viertelbalken auf jeden Fall schon durch. Ah, guck mal, fast einen halben. Ja, echt fleißig. 3 Uhr bis 4 Uhr ging das, ne? Danach ist eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu erwarten. Da könnten wir ja eigentlich schon fast hinmachen. Also siehst du, das eine wollte ich ja mal gucken. Will meinte ja, wenn ich so einen Block habe, dann soll ich mal R drücken. Länger. Okay. Shape. Copy Shape. Alter Schwede. Oha. Nicht ja alles so. Ach, ich kann ja hier. Ach du mein. Quadrate. Runde. Ey, ich kann ja richtig säulen. Ne? Das ist natürlich auch eine geile Sache, ne? Ja, weil ich kleine Füße habe, würde ich das hier gerne machen. Und wie nehme ich das denn? Mich jetzt irgendwas drücken? Ich will das hier nehmen. Ah, okay. Damit nämlich auch die Zombies da rankommen. Und hier ist so eine Treppe. Kann ich ja hier richtig so, so eine Balustrade und all sowas bauen, ne? Das lohnt sich denn natürlich schon. So. Ein Copy ist natürlich auch ganz gut, weil dann hat man ja so die einfachen Sachen. Ah, hier waren die Treppen und sowas. Leiter. Ja, cool. Rampensäulen. Fetzt auf jeden Fall, ey. Heftig, heftig. Oh. Dich wollte ich nicht reparieren. Ich muss dich jetzt. Ja. So, wir lagern erstmal wieder ein hier. So ein bisschen Krempel. Und dann haben wir den mal so ein bisschen auf den Kopf. Hier noch irgendwas. Hier, Rohr.
Betonmischung. Klar, wir haben noch ein bisschen was über. Ist jetzt auch nicht so wild. Zumindest nicht für mich. Die Munition lasse ich gleich mal hier, weil die baue ich ja eh denn nicht. Ne, eigentlich finden wir das ja weg, ne, die Munition. Mit dem Dynamit. Ja, also Rohrbomben sollen besser sein, meint Wilhelm. Sonst werde ich mir ewig meine Base wegsprengen. Aber ich wollte es eben auch mal ausprobieren, ne. Das ist so, ne. Und letztendlich werden ja auch nur, ja, der Mut wird belohnt, ne. Schiss meistens nie. So, ich glaube, ich nehme, ne, obwohl, wenn ich das mitnehme, ist jetzt auch nicht so geil. Haben wir Tuna und alles über da? Oder wo steckst du jetzt rein? Wo ist mein Tuna? Ach, in die Leiste, okay. Ja, ist natürlich auch zu doof, dass wir da hinrennen müssen, weil ja irgendwo auch mein Fahrrad liegt. Klar. Also das Lustige ist eigentlich, dass wir da auch noch ein Fahrrad bauen könnten, um das Fahrrad abzuholen. Weil das Fahrrad können wir ja in die Tasche stecken. Und somit zu sehen, ist das ja kein Problem. So, ganz nach oben wollen wir, so wie immer. Oder? Hier drinnen? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Springer so machen wollte. Vieh. Ja, die Springer finde ich nicht so lustig. Mag ich nicht irgendwie. Die springen mir zu sehr. Ich muss sagen, ich war ja überall schon mal dran, ne? Er würde gerne gleich hören, ne? Ja, den Jump des Jahrhunderts, ey. Bei oben, wir müssten eigentlich oben auch noch irgendwie so zwei Truhen haben, die ich noch gar nicht so kenne. Oder? Oder draußen? Nee, das sind ja draußen. Ja. Schade eigentlich. Ja, hol dich mal da unten durch und dann kommst du mich besuchen hier. Ich habe ja oben noch ein bisschen zu tun, ne? Da stehen ja ein paar rum. Also teilweise, es hört sich ja auch immer sehr, sehr nah an. Ach, kick mal einer. Guck. Aber ich habe natürlich oben meine Dings nicht bei, ne? Meine Dietriche oder irgendwas, um das Duft zu machen. Also jetzt sollten wir uns mal vielleicht merken. Also wenn jetzt hier noch einer kommt oder so, ich hab nichts dagegen. So, runtergehen am Tresen, da war noch was gewesen. Na, da hinten müssen wir. Macht euch das Ekelwasser. Sich darum wirklich immer so viele tummeln, ne? Also ein Zombie hat ja, ist ja auch ein leichtes Gemüt, ne? Muss ich ja mal sagen. Der ist ja eigentlich nur am Atmen und am Geräusche machen. Und großartig mehr können die ja auch nicht, ne? Aber wenn natürlich jetzt hier laufen die hoch. Die wirklich so an, ne? Wo kommen die hier? Also ich habe die ja oben mal freigelassen, ne? Vielleicht sind die ja wieder eingeschlafen, ich weiß es ja nicht. Aber theoretisch könnten sie jetzt hier so kommen.
So, das war ja das mit der Leiter. Ich weiß nicht, wo wir da hochkommen. War hier noch was? Ne. Also gerne ausprobieren. Ich hätte ja noch ein paar Betonklötze, ne? Bei einer sechsten Etage. Ist da? Ey, das sieht eigentlich so aus, so könnte ich da rüber springen. Ich probier's mal. Mut wird belohnt, immer. Aha. Der gleiche Weg jetzt hier. Also erstmal holen wir unser Zeug, ne? Und dann haben wir das direkt wieder angezogen, oder nicht? Ja. Gut. Ja, dann erstmal hier. Aber wir haben ja auch so eine Intelligenzbrille, ne? Oder man findet die ziemlich oft. Deswegen muss er jetzt ja da ja nicht übertreiben oder so. Ich hätte gern die Waffe in meiner. Hier. Genau. Mal ein bisschen wieder durchzusortieren. Die hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ein Schraubenschlüssel. Okay. Den hier noch. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den Vorschlaghammer. So, haben wir durch hier? Ja. Eigentlich schon. Weil wir hatten ja hier, das oben ist ja auf jeden Fall noch absolut klärbar. War ich hier hinter schon mal hier? Nee? Du sagst nee? Mal, da oben ist auf jeden Fall auch noch eine Tasche. Mir war so, war ich hier schon mal. Ah, ich habe noch niemanden Dietrich bei, wa? Ach du Scheiße. Klar, normalerweise können wir das hier runterkloppen. Alter Schwede ist. Messerchen Stufe 3. Geil, dann können wir das hier endlich mal verkaufen. Wer da drin? Nein. Natürlich klar. Knochen. Wichtig, wichtig. Das geht? Ja, ich nehme ja eh alle, weil ich kriege, ne? Ist ja nicht so, dass ich sparen würde. Das ist heftig. Jetzt wissen wir, ob wir die jetzt so machen. Völlig am Ausrasten, der Junge. Ach du. Ja, jetzt stand ich gerade eine Weile drin. Schön, dass wir nach oben wollen. Dazu vielleicht auch ein bisschen Leben bräuchten. Ne? So, hier ist Ende im Gelände. Ich weiß nicht. Statt das hier auch alt kaputt zu machen, ne? Dann bin ich safe, aber ne. Ich mag es ja anscheinend. Auchi und Bauchi. Ich würde es gerne hier. Bei den Dietrich können wir ja auch gar nicht herstellen, ne? Ich glaube, so auf die Schnelle nicht. Dietrich? Können wir mal allgemein suchen hier? Nee. Da bräuchten wir noch der große Kuh. Okay. Aber lasst mal hier. Jetzt wirklich nach oben gehen. Ich habe ein bisschen wenig Leben. Das nervt schon mal auf jeden Fall. Aber wir haben hier auch. Ach, wenn ich die Betonwand setze, kann ich die ja nicht mehr mitnehmen, ne?
Ne, dann mache ich das noch nicht. Aber wie komme ich denn hier oben rauf? Ah. Aha. Geil. Schlagstock Nummer 2. Was ist denn unser anderer Schlagstock? Wo haben wir den denn? Nummer 3. Ja, den können wir verkaufen, ne? Klar, so die Kleinigkeiten. Aber letztendlich, alles macht irgendwie Geld. Boah, ich hoffe jetzt sind wieder 4000 Vollidioten hier oben. Ach, das geht ja noch. Moin, lasst euch Zeit hier. Rennen hier jetzt noch ein paar? Warum rennst du? Warum rennt die, Alter? Okay, gut. Ausdauer ist halbwegs voll. Meine Güte. Ja, haben wir ja ein bisschen überlebt, ne? Ja, verbinden, glaube ich, brauche ich nicht, ne? Die Schiene hatten wir ja auch nicht gefunden, ne? Dass wir sagen könnten, okay. Ich finde es komisch, dass wir echt keine Dietriche bei haben. Ach, geht's hier auch nochmal nach oben? Ach so, ah, okay. Hier hätten sie ja auch nochmal ein bisschen was verstecken können. Mit den Holz hier ja nie sehen, dass man sich hier einfach so wegballern könnte, ne? So, das war ja das Krankenhaus. Ein nettes, kleines Krankenhaus. So, wir, ja, mit den Dietrichen, das nervt. Gebrochenes Bein nervt auch. Ja, dann muss ich ja hier nochmal, ich glaube, da mache ich denn. Vielleicht mal eine Runde offscreen oder wir... Ja, jetzt bin ich schon wieder so weit weg, ne? Oder ich sitze einfach die ganze Zeit und hau da drauf rum. Aber wollte ich jetzt auch nicht so mit. Wenden sich jetzt hier noch ein paar an. Seid ihr denn? Oh, ihr seid doch ernst unten, oder? Kollegas? Wir haben mal die Lage checken hier. Dass jetzt hier schnell einer kommt und ja, der dermaßen auch. Ich wollte schon sagen, ich komme da nicht so richtig ran, Mäuse. Ja, wo seid ihr? Ist hier noch tiefer? Lustig. Wie viele Etagen habe ich denn?
Ach nee, das ist dein Keller oder was? Ja, ich bin schon im EG. Ja, ist ja gut. Ja, dann müssen wir eigentlich dann jetzt mal eine Schiene. Ich blute? Ach nee, ich hab Durst. Ah, ist egal, jetzt habe ich mich verarztet. Hätte ich so gar nicht gesehen. Okay, ich gehe zurück, leg mir eine Schiene an. Hol Dietriche. Und dann treffen wir uns hier bei den Kisten, wenn ich's offen habe, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.